In diesem Video tanzen wir mit der Federboa. Mein Name ist Diana und hier auf meinem YouTube-Kanal bekommst du von mir Burlesque-Videos zum Mittanzen für mehr Sinnlichkeit in deinem Alltag. Wenn dich das interessiert, dann abonniere gerne meinen Kanal. Okay, dann schnapp dir deine Federboa und los geht's. Wenn du keine Federboa hast, dann kannst du gerne auch ein langes Tuch oder einen Schal nehmen. Das geht natürlich auch. Dann stellst du dir dabei einfach vor, dass du eine schöne, glamouröse Federboa hast. So, und dann tanzen wir jetzt ein bisschen mit der Federboa. Du nimmst deine Federboa und hältst sie geschlossen vor deinem Körper. Und achte darauf auch, dass du die Federboa mittig hältst. Das heißt, dass hier beide Enden gleich lang sind. Ja? Und damit dir die Federboa hier nicht runterrutscht, hältst du hier die Ellenbogen so hoch. Ja? Und die Finger hier vorne elegant. Ja? Okay. Und damit laufen wir jetzt einfach mal ein paar Schritte um. Ja? Also einfach mal einen Schritt nach rechts. Und ein bisschen hier so die Ellenbogen kreisen, lächeln, Schritt nach links, lächeln, Ellenbogen kreisen. Und wieder zurück in die Mitte, lächeln und ein bisschen hier kreisen mit den Ellenbogen. Als nächstes öffnest du deine Federboa zur einen Seite. Du öffnest sie nach rechts und mit der anderen Seite der Federboa hältst du hier weiterhin ja deinen Oberkörper verschlossen. Ja, also jetzt hier nicht irgendwie so, sondern hier weiterhin verschlossen. Also rechts auf, einmal so ein bisschen schließen und das Ganze zur linken Seite. Und schließen. Und jetzt öffnest du beide Seiten der Federboa und lächelst und ja, genießt einfach diese schöne, glamouröse Federboa. Und die Federboa umrahmt jetzt hier praktisch nochmal deine Hüfte. Und jetzt machst du mit der Federboa einfach hier ein paar diese Schulterwirbelbewegungen. Und auch jetzt können wir damit einfach mal einen Schritt nach rechts gehen, Schulterwirbel, einen Schritt nach links, Schulterwirbel. Wenn du diesen Schulterwirbel nochmal lernen möchtest, dann habe ich dir hier links oben in der Ecke, in der Infokarte, nochmal mein Video verlinkt, wo wir diesen Schulterwirbel tanzen. Okay, jetzt kommst du wieder in die Mitte. Wirbelst die Enden der Federboa, lächelst und machst eine schöne Schlusspose. Sehr gut. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal mit Musik. Und wenn du dich fragst, zu welcher Musik du das denn eigentlich tanzen kannst, dann habe ich dir hier unter diesem Video eine Spotify-Playlist verlinkt mit all den richtig tollen Burlesque-Liedern. Ja, also ich darf hier leider in diesen Videos auf YouTube nicht diese offiziell kommerziellen Burlesque-Lieder verwenden. Aber hier unter diesem Video findest du einen Link zu meiner Spotify-Playlist mit wirklich den toll glamourösen, richtig schönen Burlesque-Liedern. Ja, also schon alleine diese Musik zu hören, macht glücklich. Ja, und dann kannst du das einfach dann auch für dich zu Hause anhören und Burlesque tanzen. Okay, so dann geht's weiter mit unserer Federboa. Wir tanzen das Ganze jetzt nochmal mit Musik. Okay.
Ja, das war das Video zur Federboa. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Darüber würde ich mich sehr freuen und damit hilfst du auch mir und meinem Kanal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und freue mich, dich in meinem nächsten Video wiederzusehen. Tschüss, deine Jana.